Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull and Bones, der Beta. Da, unserem Briefkasten, haben wir irgendwie was Neues. Ein Sohn der Freiheit. So verbreitet sich euer Name weiter auf hoher See. Seid vorsichtig, dass ihr nicht die Aufmerksamkeit der großen Kompanien auf euch zieht, die euch zerquetschen und ausspucken werden wie getrocknete Blätter an einem Sommertag in South Carolina. Ich hörte, die Piratenhändler haben Baupläne für neue Schiffe, Ausrüstung, Ausstattung auf Lager. Ich habe auch einige Waren in euer Lager geliefert als Belohnung, weil ihr so weit gekommen seid. Verwendet sie weise, Captain, um den Grundstein für euer eigenes Piratenimperium zu legen. Vorausgesetzt, ihr überlebt den nächsten Vollmond. Hä? Ich habe zumindest mal... Ja, das kommt irgendwie nicht. Ich kapiere noch nicht, ob es ein Nachteil ist, wenn ich das in mein Lagerhaus tue. Weil das wäre dann natürlich blöd. Aber... Ich weiß halt nicht, keine Ahnung. So, hallo Schmied. Ich hab ein paar kaputt gemacht für dich. Ich mache euch eine gute Waffe. Aber tut euch nicht weh damit. Berichtet dem Schmied von deinem Erfolg. Diese Frösche leisten kaum Widerstand. Hm? Das habt ihr gut gemacht. Eure Taten klingen bei jeder Erzählung heldenhafter. Ihr habt den anderen Piraten in Saint-Anne imponiert. Sie würden gerne mit euch handeln. Und ich habe auch noch mehr Aufträge. Vorausgesetzt, ihr traut euch. Da traue ich mich. So, erster Treffer. Neue Verschönerung. Outfits für uns waren es. Nicht willkommen an Bord. Neue Waffen herzustellen kostet Zeit und Ressourcen, aber deine Gegner haben Waffen, die nur darauf warten, erbeutet zu werden. Besiege Kompanie Plänkler und erbeute ihre Fracht für den Schmied. Der nächste Auftrag wird hart. Doch zieht ihr ihn durch, dann wird sogar Skarlock davon hören. Oh, das klingt gut. Also, auf Kriegsschiffen der Kompanie finden sich seltene Teile, für die ich gut bezahlen würde. Wenn sie sinken, sind sie für immer verloren. Ihr müsst die Schiffe entern. Das haben wir ja schon selber rausgefunden, wie das geht. So, kann ich jetzt trotzdem bei dir kaufen, mein Schiff irgendwie noch upgraden? Wenn ihr Metallwaren braucht, mein was herstellen. Schade. Hier müsste ich erst Vagabund sein. Halbkanone. Okay, ist quasi eine... Da war ja Baupläne und Zeug. Ich habe aber gar nichts. Mann, oh. Ja, das da sind normale Kanonen. Und das hier sind Halbkanonen. Die sind quasi wie... So, der ist bereits im Besitz. Wieso sollte ich den dann kaufen? Besitz, im Besitz. Halbkanone 1 kann ich kaufen. Ich kaufe jetzt mal hier deine Dinger. Eiserne Hülle. Was ich kaufen darf, kaufe ich jetzt erstmal. So, und jetzt kann ich hier was Neues herstellen. Jetzt könnte ich hier Halbkanonen herstellen, wenn ich wollte. Weniger Reichweite, weniger Schaden, aber laden... recht flott nach. Okay, ich muss meine Maus weniger hernehmen. Okay. Die Geschwindigkeit, die Projektile fliegen recht schnell. Ich bin aber immer so, also von Schrotsachen bin ich immer gar kein Fan. Bombarde, feuert zerstörerische Granaten ab, die mehrere Gegner in dem Zielbereich Schaden zufügen. Okay, ja, sowas hätte ich eigentlich schon gerne. Kann ich dich herstellen? Kann ich. Bau mir mal sowas. Ich weiß nicht, ob sowas auf meinem Schiff Platz hat. Aber grundsätzlich, was man hat, hat man. Oder so. Vollkanone 1 geschafft. Bombarde 1 geschafft. Hä? Kann ich noch irgendwas bauen? Nö. Nö. So, hier kann ich welche. Eiserne Hülle. Hilft gegen Explosion und 200 Panzerung. Weniger Panzerung hilft gegen Durchschlagen. Rotbraune Schuppen verbunden mit schwarzem Eisen. Turnhandwerk verbünden sich gegen die Tiefe. Also hilft gegen Durchschlagen. Relativ gut sogar. Dunkle Farbtöne auf ineinandergreifenden Platten. Eine simple und doch undurchdringliche Vereinigung von Kraft und Stahl. Okay. Kosten auch gleich viel. Ist vollkommen egal. Nehmen wir jetzt mal das, weil ich bisher noch kein
nichts gesehen habe, was quasi. Aha, hier war noch ein Bauplan. Ist ja blöd. Den verkaufst du nicht zufällig. Hey, nö. Leute wie euch kennt man nicht gern. Willkommen, Kapitän. Was gibt's hier? Veredelung? Soll ich euren dicken Schädel als Werkstück verwenden oder habt ihr mir Rohholz mitgebracht? Und damit meine ich Eisenholz, Akazie, Wacholder, wirklich alles, was ihr finden könnt. Ohne mich überlebt kein Pirat in diesem Hafen hier. Okay, erzählt mir von eurem Handwerk. Diese Hände verwandeln natürliche Ressourcen in nützliche Dinge. Ich veredle fast alle Rohstoffe und verarbeite sie weiter. Planken, Stoffe, Barren. Vera stellt euch alles her. Okay, ist ja eigentlich ganz cool. Die Herstellung höherwertiger Gegenstände erfordert oft veredelte Materialien von höherer Qualität. Veredler können deine Rohmaterialien zur veredelten. Okay, was könnte ich jetzt da quasi... das habe ich alles nicht. Akazienplanken hätte ich. Ey, die macht quasi dann Akazienplanken. Aus... Oder hier Gusseisenbahn aus Raseneisen. Oder Krokodilleder aus Krokodilhaut. Oder Heileder. Dann machen wir mal erstmal das hier. Veredeln wir doch alles. Ich hätte so gern ein Banquetstaff. Okay, es dauert gar nicht so lang. Aber das kann man grundsätzlich machen, während man weg ist. Dann kann ich hier quasi auch Arbeitskräfte noch zusätzlich anstellen. Ja, danke dafür. Ja, cool. Bis demnächst, Kapitän. Okay. Schmied, Schiffsbauer. Hier kann ich wahrscheinlich nur noch ein Schiff bauen. Auftrag für mich? Ja, dann bessere Schiffe, ne? Quasi. Irgendwann mal. Habt Dank, kommt bald wieder. So, verkaufst du irgendwas? Wenn's Spannendes. Wirkt, können wir ins Geschäft kommen. Ich kann es mal Kanone. Achterstücke. Klingt nach Mikrotransaktionen. Oh, das schaut geil aus, aber braucht auch viel, viel Ding. Und das schön, habe ich genug Geld? Egal. Tschüss, Silber. Schnell, bevor das Schiff ablegt. So, dann brauche ich jetzt auch zu den anderen Händlern nicht mehr schauen, weil wir kein Geld mehr haben. Okay, Greife Company Plänkler an. Machen wir. So, dann will ich mein Schiff verwalten. Wir hätten eine neue Waffe. Okay, mein Schiff kann leider hinten noch nichts. Ja, dann stelle ich jetzt. Ich stelle jetzt vorne weg. Ich habe aber. Nee, warte mal. Ich habe noch gar kein Ding dafür. Oder gar keinen. Gut, eine Panzerung. Ich habe doch noch gar keinen. Mann, ich bin so vergesslich. Da, sehr schön. Achso, jetzt kann ich dir hier direkt, was ich hier kaufen kann, könnte ich jetzt hier quasi einfach hernehmen. Verstehe schon. Und nachdem ich nichts hab und mir nichts leisten kann. Ich finde das hier halt eigentlich voll hässlich. Egal. Schaut jetzt so aus. Egal. Oh, ich will einen Affen. Affen? Ich will einen Affen. Okay. Und Captain, setzen wir die Segel. Was ist da jetzt neu?
Check ich immer nicht. So. So, hier habe ich noch nichts. Und wie kann ich meinen Charakter dünner machen? Hier, Kapitän. Nee, auch nicht. Wo? Das muss doch auch irgendwo gehen. Mich umziehen. Okay. Hey, willst du Segel setzen? Ja, will ich. Mann, stress mich nicht, bitte. Ein Jagdspeer 2 und überlagerte Schuppen 1. Okay. Nee, kapiere ich jetzt gerade nicht. Segel setzen, Frachter, Schiff verwalten. Ich dachte, das wird hier dazu gehören. Aber scheinbar kann ich dann nur bei einer Besatzung machen. Nicht mich. Hey. Da sehe ich irgendwas, nur nicht. Die Frage. Schiff wechseln. Ne, wollen wir auch nicht. Schiff wechseln kann ich nicht. Oder? Ah doch, ich habe doch diese Spelunke. Ist ja cool. Also wie ich mein Aussehen ändere, weiß ich gar nicht. Das check ich auch nicht. Ich sehe auch gar nichts. Tagebuch. Aber auch nicht, ne? Ne, das sind quasi nur die Quests. Archiv. Ja, das wird es ja wohl auch nicht sein. Liebste Cousine, wie geht es deinem Dorf? Viele uns hier sind froh um unsere Vereinbarung mit Mr. Skurlock. Hey, okay. Das hier schaut also. Captain. Bin ich. Cool. Wie kann ich mein Aussehen jetzt ändern? Hä? Ich habe doch jetzt extra neue Klamotten bekommen von dem. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich die hernehme. Soziales. Das wird's auch nicht sein. Oh Mann. Ja, das check ich noch nicht. Ich muss ja wohl auch links hin, oder? Also das. Vielleicht muss ich aufs Schiff? Keine Ahnung. Ich schau mal kurz in der Steuerung. Dürfte jetzt alles miterleben, weil es ist ja Standard. Also. Okay. Lagerkarte, Wissen, Fracht, Lok, Captain, Schatzkarte. Missionsziel, Push to Talk. Aktionsrat. Ne. Dann setzen wir unsere Siegel. Wenn du dich einem Schiff näherst, das schwer beschädigt wurde und anfällig für Besatzungsangriffe ist, kannst du die Aktion mit der Besatzung entern ausführen. Dabei erhältst du mehr Beute als mit dem Fernrohr sichtbar. Darunter könnten sogar exklusive Gegenstände und Ausrüstungsstücke sein, die du nicht erhalten würdest, wenn du das Schiff versenkst. Danke fürs Wegmachen. Ich sehe nicht mal, was ich da jetzt gerade plündern konnte. Wo war das? Ich wollte es aber eigentlich haben. Ich habe jetzt mal mein alles bisschen lauter gemacht.
ein OBS, also Audioverstärkung. Und wie gesagt, ich kann nichts mehr lauter machen. Ich bin überall auf 100. Hab hier immer noch keine Ahnung. Sind hier überall welche gestorben? Das sind diese komischen. Kann natürlich sein. Seevolk. Will ich aber nicht angreifen, Seevolk. Alles gut. So. Wir wollen die Plänkler angreifen. Die müssten ja dann irgendwo da hinten sein, sonst würde ich ja da wohl die Mission nicht dahin schicken. Da hinten gibt es Fasern, Kapitän! Wo gibt's Fasern? Hier. Öffnet die Segel! Segel einholen! Kasi Kultu! Schifffahrt! Segel hissen! Volle Segel! Wir hatten etwas anderes vor, Kapteni! Noch ein bisschen schwer, weil die alle irgendwie relativ gleich sind, die Spiele. Aber halt doch alle anders ausschauen. Hey, gut, Jute. Und das heißt, wir brauchen ja eigentlich ein kleines Schiff für sowas, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Weil Heiljagen kann ich ja hier auch nicht, oder? Komm, gib mir noch mal Kokosnüsse. Über Sache. Ich würde zwar auch Holz bevorzugen. Da hinten ist ein Piratenschiff-Wrack. Was kann ich da machen? Ich habe schon irgendwo gelesen, dass sich beschwert worden ist oder negativ angesehen wird. Na, ich kann, glaube ich, immer Jute gebrauchen. Oder? Warum hat er jetzt gesagt, ich darf das nicht? Ist ja voll gemein. Schaut es noch nicht so schlimm Wetter aus. Aber du bist bestimmt eins der Schiffe, die ich versenken soll. Ein Plänkler. Das war nice. Los! Schatten dicht machen! Halt den Schutz weiter! Wir sind heiß! Festhalten! Geht den Meer ran! Die Feiglinge wollen! Hier geht es bald abwärts! Nein! Kapitän, ich kann niemand was! Wollte ich gar nicht versenken, sorry. Wenn ich das hier nicht einsammle, was ist das? Wir sind bereit für den Krieg! Weiter! Holt ihr euch! Ah, das ist noch nicht so easy, dass ich da zielen muss. Entern abgeschlossen, wir haben schon das Zahnräder 2 bekommen. Alles klar. Gut so! Das hat die Leuchtsignale sehen! Wer tut in den Wind? Segel runter! Das sind ja auf den Meeresgrund!
So. Wie? Hallo? Wieso? Ich hab dich doch erwischt. Kapier das nicht. Muss das jetzt dann gleich nochmal ausprobieren. Ist hier noch irgendwo eins? Da. Wie gesagt, ich check immer noch nicht. Hä? Ach, ich muss da treffen, ne? Mein Gott, ist aber nicht leicht. Headset. Uiuiui. Alter, das darf ich noch üben, ne? Das finde ich gar nicht leicht. Jetzt sind die Schätze unser. Checks leider gar nicht. Nee, check ich nicht. Aber naja. Eine Kalvarine jetzt. Wo ist mein Inventar? Hier. Das ist nicht diese eine. Ist das nicht so? Wir haben doch sowas. Ich hab es entdeckt, Kapitän. Da ist es. Gibt es jetzt einfach so ab, weil ich check's wieder gar nicht. Mano. Ich muss hier vorbei. Da ist ein Schiff! Da, auf Steuerbord! Das Schiff da ist unser Ziel! Fragt es an! Was ist das? Hat doch auch nichts für mich, außer lauter Zahnräder. Langsam habe ich genug Zahnräder. Reif und saftig! Ja, ich bin noch ein bisschen hilflos hier. Ich merke schon. Ich bin noch nicht ganz. Noch nicht so ganz da. Und hier ist noch nicht so. Siehst du? Jemand holt sich alle Ressourcen. Okay, wunderbar. Da. War auch gleich da. Geht schon noch mal hier zusammenreißen. Super. Oh, ist schon schick. Ich wollte gerade sagen, es wäre gut, wenn sie jetzt noch singen würden. Da sind sie wieder nur im Streiten, ey.
Habt ihr die Borona-Fälle besucht? Kommt das Seevolk ursprünglich. Ich hab eine Kalvarine über jetzt. Hoffen wir mal, dass er die auch annimmt. Wie läuft euer Tag, Pirat? Zählt zwar nicht, aber egal. Ich dachte, ihr drückt euch. Doch ihr habt mich eines Besseren belehrt. Ja. Ihr habt Kompaniekriegsschiffe aufgebracht und ausgenommen. Fast wie ein echter Pirat. Fast wie ein echter. Danke dafür. Aber wir sind fast aufgestiegen. Und schon nur, also Halunke fast fertig. Halunke 2 bald. Wenigstens. Die ersten 6 Stufen kann man hier. So, zum Töten aufgetakelt, aber das machen wir erst beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Skull & Bones. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.